Guten Abend, herzlich willkommen zu Bock auf WM Teil 6 bei Bock auf Handball in Kooperation mit Puma und 321. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind genau zwischen Hauptrunde und den Viertelfinals. Wir besprechen die Chancen von Deutschland gegen Frankreich, schauen, was war gut gegen Norwegen, was war weniger gut. Wir haben vor allem zwei fantastische Gäste, das kann ich euch sagen. Die ersten sind schon im Chat da. Liebe Grüße, schön, dass ihr dabei seid und ihr bekommt natürlich vor allem wieder zwei Aufgaben. Die erste, die wichtige, gleich wenn unsere tollen Gäste kommen, mit dem Applaus-Emoji sie unbedingt begrüßen, sie richtig abfeiern, dass wir das hier wie bei einer richtigen Show auch richtig fast akustisch haben, nur dass wir es bildlich untermalen. Ich hole erstmal Yari von 321 dazu und die zweite Aufgabe in der Zwischenzeit für euch, Fragen an die Kapitänin der deutschen Handballnationalmannschaft, der Frauen Emily Bölk und die Legende der SG Flensburg-Handewitt, Jakob Heinl. Das sind unsere fantastischen Gäste. Ich freue mich extrem. Jetzt schauen wir mal, wo Yari von 321 ist und dann legen wir los. Das ist nicht Yari, das ist Jakob Heinl. Das ist auch nicht Yari. Hallo. Hallo. Moin zusammen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Alles klar soweit? Alles super, ja. Danke. Bei mir auch, danke. Alles super. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr Zeit habt. Wobei, es ist ja auch der erste spielfreie Tag. Ich wusste gar nichts mit mir anzufangen heute. Oha. Also bei dieser Art, weil wir... Mhm. Ja, wie ist die Lage? Ihr seid natürlich auch viel unterwegs, Emily. Ihr habt am Wochenende, glaube ich, auch gespielt, ne? Ja, eigentlich komplett englische Wochen die ganze Zeit. Also von Langeweile, oder darüber kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich muss auch gestehen, dass ich es kaum schaffe, alle Spiele so richtig zu verfolgen. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass die deutschen Männer morgen die späte Anwurfzeit haben. Das schaffe ich dann nämlich schnell nach Hause zu düsen nach unserem Spiel. Jetzt sind wir komplett. Hallo. Internet. Yari. Was geht ab? Wir reden gerade über den ersten spielfreien Tag. Was hast du gemacht? Heute? Ich habe alles analysiert. Alles für heute analysiert. Ich habe geguckt, welche Fragen ich stellen kann, was ich machen kann. Jetzt bin ich heiß. Und zu viel gekommen. Was hast du gemacht von mir? Gleiches tatsächlich. Ich hab mir vor allem den WM-Kader von Deutschland 2011 angeschaut, als die WM in Schweden war und Jakob Heinl im Kader stand. Ja, das ist richtig, ja. Das ist schon eine Weile her, ne? Das war ein Megakader. Sehr glorreich, ja. Aber es war ein Megakader, oder? Das stimmt. Ja. Hat eine gute Mannschaft zusammen. Bitte? Wer war da so dabei? Ich habe natürlich nicht Reset gemacht, so wie Pommi. Ja, Pommes, Glanzi, Yogi, Heine, Michael Haas, Mimi, Dominik Klein, Gensheimer, Krötzki, Rockisch, Reis, Kaufmann. Ja, doch, da... Waren einige dabei, ja. Okay. Aber wenn man sich so die Fakten zu dem Turnier anschaut, habe ich kurz gedacht, ich lebe in der Matrix. Gastgeber war Schweden, Torschützenkönig Mikkel Hansen, MVP Karabatic, die spielen ja heute noch alle. Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, Karabatic, was hat er jetzt 20 Jahre in Folge am Turnier teilgenommen oder so? Das ist schon Wahnsinn, ne? Also das ist Respekt. Respekt davor. Kein einziges Turnier verpasst. Also mit der Belastung muss man auch erstmal schaffen. Wo bist du bei der WM? In Hamburg. Ich gucke sie mir vor dem Fernseher an. Geht ja leider nicht mehr. Ich kann ja kein Handball mehr spielen, aber ja. Die machen das ja sehr gut bisher. Also was ich so gesehen habe, bin echt positiv
begeistert von denen, was sie bisher da auf die Platte gezaubert haben. Also hoffen wir, dass sie es morgen noch ein bisschen besser machen, ne? So ist es. Ja, bevor wir da mal ins Detail gehen gegen Frankreich, wo wir jetzt komplett sind, nochmal offiziell herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid heute Abend. Auch natürlich vor allem ihr zu Hause an den Endgeräten. Egal ob am Handy oder am PC, schreibt, haut in die Tasten, schreibt die Fragen rein. Emily und Jakob, habe ich gehört, werden heute alles berichten, alles erzählen, alles beantworten. Das ist natürlich klar. Hier zum Beispiel, Leonie möchte wissen, was für Handballschuhe kannst du empfehlen, Emily? Ah, Überraschung, Überraschung. Nee, ich spiele schon seit Jahren mit Puma, komme sehr gut klar und dementsprechend geht da natürlich meine Empfehlung raus. Also wenn ihr Fragen habt, genau in die Richtung, Hier zum Beispiel, dann wenn Deutschland Weltmeister wird, das geht an dich rum. das geht nicht an mich. Das wird nicht an mich. So Das geht lange wahrscheinlich an hast du doch auch Jakob. nicht. So Ja, lange eben. hast du doch nicht. Also so viel musst du doch gar nicht mehr abrasieren. Also das geht doch. Ja, deswegen ist es auch kein großer Spaß, deswegen lassen wir das sein. Also Ach so. Ja, aber ich hätte das Hero von damals wieder, ehrlich gesagt. die Haare sind heute Abend kein Thema zum Glück. Also, wir starten mal. Was war denn gestern gegen Norwegen? Fangen wir mit dem Positiven an. Was war Jakob gut gegen Norwegen? Also ich finde, die in der zweiten Halbzeit, ab der 40. Minute, haben sie wirklich eine gute Abwehr auch gespielt, was ja irgendwie bis dahin irgendwie ein bisschen so die Problemzone war. Ich finde, vorne machen sie es gut, verwerfen halt ein paar zu viele. Bergwuth hält natürlich auch überragend. Von daher sind es halt Kleinigkeiten, die am Ende dieses Spiel entscheiden. Aber grundsätzlich finde ich, machen sie ein gutes Spiel, vielleicht ein, zwei Fehler zu viel am Ende, sodass das Spiel halt auf die Seite der Norweger kippt. Aber grundsätzlich, ja, wenn sie die Dinger reinmachen, gewinnen sie das Spiel, ne? Also von daher fand ich das, ja, war ein gutes Spiel. Ja, oder? War also, und wir haben ja auch gezeigt, Emily, wir können, auch wenn wir den Sack noch nicht zugemacht haben, wir können mit den ganz großen Teams also mindestens mal mithalten. Fand ich auch. Also ich fand die Stimmen, die danach zum Interview gerufen wurden, waren ja doch eher ein bisschen negativ angehaucht, dass sie nicht das Topspiel gezeigt haben. Ich glaube, das ist eher auf die verpassten Chancen. Und es waren ja einige hundertprozentige Chancen, die da leider vergeben wurden. Aber in Summe fand ich, war das echt ein ansehnliches Spiel. Sehr temporeich. Ich finde auch generell das Turnier durch, dass da echt auch die Breite irgendwie zu sehen ist. Also alle, die da reinkommen, versuchen Gas zu geben und irgendwie Teil dazu beizutragen. Also in Summe finde ich, braucht sich Deutschland nicht verstecken. Auf jeden Fall nicht, ne? Jari, wenn du das so vorbereitet hast heute intensiv, was ist dir denn gegen Norwegen aufgefallen? Nein, also ich finde auch auf jeden Fall die Chancenverwertung. Ne? Der Torbjörn war ja richtig am Start, so, und ich glaube, ohne den sah das auch anders aus. Ich meine, Andi hat auch eine aber da war dann mal besser, ne? Und ich glaube, wir verknacken nochmal 5 Stück oder so. Hundertprozentige, und ohne die wäre das schon besser gelaufen. Ich meine, dass Bergerud gut ist, ist ja jetzt kein Geheimnis, Jakob. Aber ich meine, du kennst ihn doch auch aus der einen oder anderen Trainingseinheit, oder? Absolut, ja. Der kann sein Tor schon mal zumachen. Das hat man gestern gesehen. Er ist sehr groß. Gerade dann im 1 gegen 1 ist dann auch ab und zu dann schwierig für die Schützen, weil er dann halt auch viel Raum einfach wegnimmt. Und ja, also im Training gab es echt teilweise 10, 20 Minuten, wo er keinen Ball reingelassen hat. Er ist schon ein unfassbar guter Torwart. Und auch in der norwegischen Nationalmannschaft, da hält er ja auch seit Jahren eigentlich auch immer sehr konstant auf hohem Niveau. Also ja, macht das sehr gut. Aber wie gesagt, ja, Wolf macht das am 1 gegen 1 ja auch gut. Er ist ähnliche Größe. Und von daher, ja, war es ein bisschen schade, dass die Freien dann nicht reingemacht wurden. Aber wenn sie sie morgen reinmachen, dann sind wir doch alle zufrieden, oder? Genau. Also vor allem, es war ja eigentlich auch die optimale Vorbereitung jetzt auf die Franzosen. Auch wenn Alfred Gislason gesagt hat, er hätte lieber die Spanier gehabt, aber Frankreich, Spanien, beides zwei Top-Teams. Frankreich natürlich
Unfassbar, keine Frage. Aber Jakob, wie du sagst, lieber gegen Norwegen dann in dem Spiel, wo es im Grunde um nichts geht. Und auch das hat mich auch gewundert. Für beide ging es theoretisch um nichts und die haben gespielt wie in einem K.O.-Spiel. Das muss man auch nochmal sagen. Es war unglaubliches Tempo. Absolut, fand ich auch. Man will natürlich auch den Flow mitnehmen, ne? Wenn man jetzt irgendwie da irgendwie den, die, die, die das Match da herschenkt und dann vielleicht mit einem schlechten Gefühl dann da rausgeht und irgendwie so ein bisschen die Spannung verliert, dann ist es natürlich auch für das folgende Spiel nicht so gut. Und von daher war das ja auch zu erwarten. Das haben sie ja vorher angekündigt, dass sie da Vollgas geben. Und das haben sie auch gezeigt. Also wirklich sehr hohe Intensität von beiden Seiten. Und ja, war ein cooles Spiel. Einmal hier kurz die Frage, weil die gerade reinkommt und sonst verlieren wir sie. Moin aus der Nähe von Flensburg, was macht Jakob jetzt? Ich bin Ersti, ich bin Student. Ah, geil. Was... Psychologie. Na, sehr cool. Sehr cool. Im ersten Semester hast du da auch die ganzen Ersti-Partys mitgenommen und sowas? Klar. Nein, also klar, geht man auch mal los. Hatte ja nicht so viel Zeit während seiner aktiven Karriere. Das hat man natürlich jetzt ein bisschen mehr die Zeit dazu. Aber jetzt bin ich jetzt nicht jede Woche unterwegs. So ist es nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, das ist ja eine Studentenveranstaltung heute. Also ich weiß, Jari schreibt Freitag noch eine Klausur. Emily, du studierst auch noch, ne? Ja, und das wahrscheinlich auch noch eine Weile. Aber doch. Neben Handball versuche ich auch ein bisschen was Produktives fürs Gehirn zu machen. Ich habe das mal auf Instagram gesehen, im Sommer, glaube ich, da ging es Richtung Spanien. War das, ist die Uni in Spanien oder wie kam das zustande? Nee, also ich studiere an der Europäischen Fernhochschule in Hamburg, da ist der Hauptsitz. Und innerhalb meines Bachelorstudiengangs ist es verpflichtet, dass man zweiwöchiges Auslandsseminar macht. Und da ich ja nur in der Sommerpause Zeit habe, habe ich mal geguckt, einfach welche Standorte halt in oder ja, Möglichkeiten eben auf den Zeitraum fallen. Und da war Madrid tatsächlich auch die einzige Möglichkeit. Und die habe ich gewählt. Aber es war wirklich coole Erfahrung. Coole Stadt auch, kann ich empfehlen. Und das ist der Grund, warum ich Richtung Madrid aufgebrochen bin da. Jetzt hast du schon am Anfang von unserem Talk hier erzählt, wie hoch einfach auch gerade eure Intensität ist, dass in den englischen Wochen natürlich Spiel auf Spiel folgt. Wie klappt das da noch mit einem Studium? Also dementsprechend bin ich auch langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Priorität ist dann natürlich schon im Optimalfall auf der Performance auf der Platte. Aber ja, so zwischen den Trainingseinheiten abends, ich bin nicht so der Fernsehgucker tatsächlich, also da nehme ich mir dann doch eher mal den Laptop irgendwie oder wenn wir reisen im Flugzeug oder so, dann gucke ich halt keine Serie, sondern wenn ich die Augen aufhalten kann, dann nehme ich halt den Laptop mit und klappe den auf und versuche da irgendwie voranzukommen und nehme dementsprechend auch relativ lange Zeit, mich auf eine Klausur vorzubereiten, weil doch immer noch mal irgendwas dazwischen kommt. Ja, so sieht das aus. Also finde ich eigentlich einen ganz guten Ausgleich zum Sport oder zum Handball. Finde ich interessant, macht mir Spaß, aber ja, dementsprechend jetzt die Regelstudienzeit ist für mich undenkbar zu schaffen. Ja, Respekt, heftig. So stark, ja. Also ja, eigentlich ja. Andere, die das wirklich, Alice zum Beispiel, die hat das auch in Regelstudienzeit geschafft, also es geht schon, aber das packe ich persönlich nicht, ja. Ja, Jari, was macht deine Klausur? Wollte gerade sagen, ich weiß genau, ja, super. Also ich fahre ja morgen nach Düsseldorf, um zu kommentieren, Norwegen gegen Spanien um 18 Uhr. Und ich habe, also bin ja in Düsseldorf um 18 Uhr, kommentiere das, und ich habe am nächsten Tag um 8.30 Uhr morgens meine Klausur. Was? Läuft ja. Läuft auch perfekt. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich fragen? Ich wollte eigentlich fragen, dass wir hier in unserem Talk die letzten Tage und Wochen natürlich vor allem Juri Knorr auch abgefeiert haben. Zu Recht wahrscheinlich auch wegen seiner Spielweise, wurde jetzt schon unfassbar viel drüber gesprochen. Und dann fällt einem aber auch immer wieder auf, wie jung er noch ist und was da medial gerade alles so auf ihn raufkommt. Und habe ich ein bisschen überlegt
Und muss jetzt dich mal kurz fragen, Emily, bei dir war es ja noch früher. Hast du mit 18 dein Länderspieldebüt gegeben, kann das sein? Ja. Ja, genau. Und wenn ich überlege, du hast 2017 die Heimweltmeisterschaft, wo das, so fand ich, medial ja auch losging. Also du kannst ja wahrscheinlich von uns am besten beurteilen, wie das ist, wenn man so jung ist, aber so viel Verantwortung auf dem Feld bekommt und dann natürlich von allen Seiten auch noch das Lob irgendwie auf einen rausschießt. Ja, solange es ganz ein bisschen einfacher zu nehmen, wobei natürlich da auch die Gefahr herrscht natürlich immer, dass man da so ein bisschen abhebt oder sich darauf ausruht vielleicht auch, aber das scheint bei ihm ja nicht der Fall zu sein, was ich auch hoffe, dass es so weitergeht. Ansonsten habe ich das eigentlich immer so gemacht, dass ich da nicht so wirklich viel drauf gegeben habe, weil das gibt, gerade bei so einem Großereignis gibt es eigentlich gar keine Zeit, sich viel über das alte Spiel Gedanken zu machen. Man muss sich eigentlich direkt wieder aufs Neue fokussieren und sich auf den neuen Gegner vorbereiten. Das ist natürlich schön, wenn man den Flow mitnehmen kann, aber ja, so viel auf Medien zu geben, da wird man den einen Tag hoch gelobt, am anderen Tag wird man dann wieder in der Luft zerrissen, also dementsprechend, das geht so schnell hin und her in der Medienwelt und das ist schon ganz gut, wenn man da so seinen festen Kern, sein festen Umfeld hat irgendwie, wo man vielleicht auch weiß, was das Feedback wert ist oder wo man sich vielleicht auch mal auskotzen kann oder wo man auch weiß, was das Lob vielleicht wert ist. Und ich glaube, da ist er in der Mannschaft gut aufgehoben, wahrscheinlich auch im elterlichen oder familiären Umfeld. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man trotzdem bei sich bleibt und halt guckt, dass der Fokus immer noch da bleibt, wo er hingehört. Aber das muss man doch auch lernen, oder? Also, denn es ist ja auch verlockend. Du liest auf der einen Seite plötzlich das Jahrhunderttalent oder jetzt bei Knorr, wir haben endlich wieder einen Spielmacher, endlich einer, der das an sich zieht, der kann uns zum Weltmeister werfen und so. Oder nächstes Jahr Heim-EM mit Knorr, das wird was man da alles liest. Das erhöht ja auch gleichzeitig den Druck. Ganz genau. Und deshalb ist es vielleicht schön, wenn man das so als positiven Rückenwind mitnehmen kann. Aber wie du sagst, es mit guten Leistungen, die dann irgendwie immer besser werden, steigen halt auch die Erwartungen. Und das kann dann irgendwann auch mal über einen hineinbrechen oder wie man das sagen müssen oder zur Last werden. Und deshalb, ja, es ist natürlich schwierig, aber so ein Geheimrezept gibt es da, glaube ich, nicht. Also das ist irgendwie Learning by Doing und wenn man damit quasi groß wird, dann gibt es ja eigentlich keine Alternative, als irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und da drücke ich natürlich die Daumen, dass es weiterhin gut funktioniert, dass er vor allen Dingen Spaß weiterhin dabei hat und im Optimalfall gut performt. Ja, ist natürlich ein Beigeschmack, der da immer dabei ist bei den Medien. Also kann man nicht anders sagen. Ja, da müssen wir uns auch selbst reflektieren. Das ist, glaube ich, ganz klar. Auch das finde ich übrigens spannend, dass natürlich er mit seinem Papa einen bekannten Handballer hat, früher Nationalspieler, THW und so weiter, auch Parallele zu dir mit deiner Mama, die starke Nationalspielerin war. Wie läuft das heute? Also telefoniert ihr nach deinen Spielen noch? Ich weiß, sie besucht dich natürlich auch ein paar Mal, aber wie oft habt ihr nach Spielen auch Kontakt zur Manöverkritik? Ich weiß es nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie die erste ist, die ich per Telefon anwähle oder so nach dem Spiel, aber da gibt es schon natürlich den Austausch, ob das jetzt direkt danach ist oder irgendwie die Woche drauf. Also generell ist der Austausch sehr gut mit meiner Mom und mir, das auf jeden Fall. Aber sie weiß auch, dass irgendwann Handball mir mal auch zu viel werden kann oder ich einfach mal keinen Bock habe, über ein Spiel zu sprechen oder noch eine Analyse, wenn ich das schon mit dem Coach durchgekaut habe oder so weiter. In Summe aber, ja, es ist natürlich da, sie verfolgt alle Spiele, ob es jetzt live ist oder eben vor dem Livestream oder vor dem TV oder so, das auf jeden Fall und ich glaube, da kann man auch nicht aus seiner Haut, das ist bei meiner Oma genau das Gleiche, die sagt, es ist viel schlimmer, wenn man vorm Fernseher sitzt, als früher auf der Platte und dementsprechend gibt es da natürlich einen Austausch drüber, ja. Ja, wir haben ein paar Fragen, ne, im Chat. Ja, ich finde die Frage gut. Wie gut ist dein Ungarisch? Nein, jo. Nee, doch, ich lerne jetzt mittlerweile schon knapp 3 Jahre. Dementsprechend wird es auch kontinuierlich besser, würde ich sagen. So alles ums Handballerische drum, glaube ich, klappt schon ganz gut. Ich komme klar und ja, dementsprechend ist schon sehr schwierig, arschschwierige Sprache, wirklich. Aber ja, dementsprechend macht es auch Spaß, wenn man mal 1-2 Wörter mehr versteht. Ja, doch, ich komme klar. Was hast du gerade gesagt? Sehr gut.
Nein, nicht verstanden. Ist dann auch eine andere Frage nochmal zu Juri. Gut, dass Juri dann zu jedem Interview nach dem Spiel antritt. Dass er immer vor die Pressewand muss quasi. Ne, Jakob, was meinst du? Ja, das ist ja auch klar, dass die Presse ihn dann irgendwie auch will. Und ich meine, auf mich macht er irgendwie einen ganz, ganz abgeklärten Eindruck und auch, dass er irgendwie den Fokus auf den Handball hat. Und ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass er da irgendwie abhebt. Ich glaube, der hat auch einen riesen Ehrgeiz und einen riesen Anspruch an sich selbst. Also so, was ich mitkriege. Von daher mache ich mir da irgendwie gar keine Sorgen um ihn, dass er da irgendwie abhebt, sondern ich glaube, er will gewinnen. Das hat er ja auch, glaube ich, im Interview nach dem Spiel jetzt gegen Norwegen gesagt, dass er da sehr unzufrieden war, weil das Spiel verloren wurde. Und von daher, glaube ich, hat er da den richtigen Fokus und feiert sich nicht selbst, sondern will einfach, dass die Mannschaft gewinnt. Also so macht er auf jeden Fall auf mich den Eindruck. Ich finde es irgendwie auch ist halt so eine krasse Belastung auf ihm. Und er geht damit, finde ich, halt so krass um, dass er halt immer noch sein Spiel weiter durchzieht. Ne? Und halt dieses risikohafte Spiel weiter durchzieht, diese Pässe, diese Würfe durchzieht. Und das hat auch irgendwie Respekt verdient, finde ich. Und der geht halt seinen Weg und ich glaube, der kann ihn jetzt dabei bringen. Irgendwie. Ja, so sehe ich das auch. Also habe überhaupt nicht den Eindruck, dass er sich davon abbringen lässt, auch wenn er mal einen Fehler macht, was ja super ist. Von daher glaube ich, ist das gar kein Problem, dass er da auch immer angefragt wird wegen der Interviews. Also macht er. Ja. Ja. Unpopular Opinion, sind wir im Angriff teilweise zu abhängig von Juris Würfen? Change my mind. Also ich finde, dass sein Spielstil natürlich auch daraus besteht, dass er so aus nichts irgendwie eine Situation kreieren kann und oftmals auch ein Tor. Natürlich das Kreisläuferspiel ist auch eine überragende Kooperation, eigentlich egal, mit wem er da auf der Platte steht. Aber im Vergleich zu Witzke beispielsweise finde ich auch, dass man da sieht, dass ein bisschen mehr das gebundene Spiel irgendwie zum Laufen kommt und da vielleicht auch die Halben ein bisschen mehr noch in Szene gesetzt werden. Ist jetzt gar nicht gegeneinander abzuwägen, sondern eher irgendwie, dass natürlich dann auch die Halben oder dann noch andere Wurfgefahr irgendwie mehr in die Situation gebracht wird. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz gute Balance irgendwie, was das Spiel der Deutschen ausmacht. Ja. Okay, ja. Jakob stimmt zu. Ja, absolut. Also ich meine, bisher hat es ja auch irgendwie super funktioniert. Also der Angriff war ja bisher wirklich überragend. Von daher, was soll man da jetzt groß ändern? Also wenn es läuft, dann läuft's. Also wie Emily schon gesagt hat, ist es auch schön, dass man so verschiedene Optionen da hat, ne? Dass man auch irgendwie auf verschiedene Situationen reagieren kann. Juri jetzt mal keinen guten Tag haben sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, dass dann da mit Witzke auch einer reinkommt, der dann halt auch die Halben ein bisschen ins Spiel bringt. Aber wie gesagt, ich mache mir da jetzt irgendwie bisher keine Sorgen. Die sehen alle sehr stabil aus. Ich finde, die haben sieht auf jeden Fall so aus, als wenn die eine gute Stimmung in der Mannschaft hätten, einer für den anderen da ist. Von daher glaube ich, dass wir uns auf ein schönes Spiel morgen freuen können. Ja, das ist, glaube ich, auch das Interessante in diesem Jahr, oder? Dass die so homogen wirkt, diese Truppe, dass sie als Einheit kommt und Sorgen mache ich mir auch überhaupt nicht. Aber Frankreich ist halt irgendwie auch Frankreich. Wie knacken wir die? Ich habe gerade hier im Chat gelesen, das Spiel von Frankreich ist gut auszurechnen. Dann schaue ich hier in den Kader und denke, ja, also Geheimnisse sind da ja eigentlich nicht. Wenn Giga Mem gegen dich kommt, dann weißt du, was dich erwartet. Also Überraschung gibt es einfach nicht mehr auf dem Niveau jetzt, oder? Gut, mal bei Narcisse war es auch so, dass man eigentlich wusste, dass er zuhand geht, aber trotzdem 9 von 10 Mal funktioniert. Ja, also
Es ist halt irgendwie, es gibt halt Spieler, die halt individuell so unfassbar gut sind, dass es halt auch schwierig ist, das zu verteidigen. Und das kann man dann nur kompakt zusammen machen. Und ich glaube, das wird der Schlüssel morgen sein, dass die Abwehr gut steht. Also so wie jetzt gestern gegen Norwegen die letzten 20 Minuten, fand ich das wirklich gut, wie sie da auch füreinander gekämpft haben, auch die aggressiv die Zweikämpfe angegangen sind und dann halt auch mal den Torhüter dann wirklich sehr, sehr geholfen haben. Und ich glaube, das wird auch das große Ziel für morgen sein, dass sie denen halt auf den Sack gehen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also dass sie vielleicht auch ein bisschen so die Lust verlieren da vorne, die Kreativen, dass sie da halt schön hart spielen gegen Mahé, Mem, wem auch immer, wer da auflauscht. Das ist ja schon von der individuellen Qualität Wahnsinn, was da kommt. Aber ich glaube, eine Chance haben sie auf jeden Fall. Jari, hast du letzte Woche nicht im Stream gesagt, als Frankreich gespielt hat, Quentin Mahé ist einfach ein schöner Spieler. Kannst du das nochmal erklären, was du damit meintest? Erstmal ist er auch ein gut aussehender junger Mann natürlich. Aber ich finde auch, einfach der Spielstil von ihm, finde ich, der sagt mir sehr zu. Das ist ja auf jeden Fall damals, jetzt sehe ich natürlich nicht mehr so oft oder fast gar nicht, aber damals habe halt auch einfach so als Bestätigung immer nur sein was war das für ein Tor aus dem Rückraum, wo er den sich um die eigene Achse dreht und den einfach reinschraubt, so, das war schon geil. Aber er spielt halt auch sehr spektakulär, finde ich. Ne? Und das schauen. Und ich finde, wenn du solchen Spielern zuschaust, genau wie Juri zum Beispiel, gibt das der Sport halt immer so einen kleinen Push. Und die kleinen Kinder, die halt zugucken, die denken, hey, ich will genauso spielen, ich will genauso zocken, ich will den Ball da genauso reinschleudern oder den Ball im Kreis spielen. Und es gibt der Sport halt irgendwie einen Push, wenn du kreativer spielst, weil es aber schöner aussieht und den Sport irgendwie geiler macht. Deswegen mag ich das sehr gerne. Ja, verstehe. Ich bin Fan von Dicker Mem. Von wem, Emily, in Frankreichs Mannschaft bist du Fan? Oder von welcher Spielweise? Also prinzipiell bin ich erstmal Fan von Deutschland. Das ist so, warte, oben fest sein. Oh. Ja, Gott. mit Mahé muss ich schon sagen, ist ja fast schon eine Verbindung da, dadurch, dass er auch in Ungarn spielt. Aber das ist echt so, von der Personalie ist es schon fast krank, dass man sich dafür einen entscheiden müsste. Also es ist schon auch die Erfahrung, die da irgendwie dann auch noch auf der Bank sitzt oder auf der Platte stehen, das ist schon großes Kino. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Mahé, aber da kann man, glaube ich, echt die Bank durch alle nennen. Ja. Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Zechels Nominierung für die Stärkung des Innenblocks, wie seht ihr das? Zechel ist ja nachnominiert worden jetzt für das Spiel gegen Frankreich. Jakob, was meinst du so als Positionskollege quasi? Warum haben sie gerade Zechel nachnominiert? Ich glaube schon, dass er vielleicht noch eine Option halt für die Abwehr haben möchte, weil das wahrscheinlich schon die bisher die größte Problemzone war im deutschen Spiel, die Abwehr. Und dass man da einfach nochmal jemanden hat, den man da reinwerfen könnte, falls es nicht klappen sollte, was sie sich ausdenken bis morgen. Steht es dann schon fest, dass er im 16er Kader ist eigentlich? Oder? Nein. Also. Nee, er ist halt jetzt mit dazugekommen, ne? Genau. Okay. Okay. Ja, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie seine Gedankengänge sind von Gislason, dass er halt vielleicht da einfach noch eine Option für die Abwehr haben möchte. Und ja, macht ja absolut Sinn. Ne? Also, dass du da, man muss ja eventuell etwas probieren, falls es zu dieser Situation kommen sollte, was wir ja alle nicht hoffen. Aber von daher ist das, denke ich, eine gute Option. Also, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wen er jetzt da rausnehmen möchte. Gucken wir mal, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht ist ja auch irgendjemand angeschlagen, was wir nicht wissen. Drux war ja gestern erkältet und im Hotel. Okay, ja. Aber ich hatte gelesen, dass der wieder fit sein soll, oder? Ja, zumindest so fit, dass er Kontakt zur Mannschaft haben darf und mitgereist ist nach Danzig. Okay. So, aber ob er spielen kann? Auf jeden Fall. Ja.
da halt direkt nachnominiert wirst, direkt zum Viertelfinale und gegen Frankreich. So. Vielleicht ist er nicht schlecht, hat er sich keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht. Ich meine, war das nicht bei Heffner, als sie Europameister wurden 2016 auch so, dass er ins Halbfinale gekommen ist und dann da 9 Tore macht, 7 Tore macht, 8 Tore macht, direkt da reinkommt. Also kann gut funktionieren. Ja, hast direkt Flughöhe, ne? Also das ist, ja. Pass auf, der wird morgen Matchwinner. Das wär die Story einfach. Tja. Ja, das wäre doch schön. Ja. Ich wollte euch jetzt mit meiner Frage nach, von wem seid ihr bei Frankreich-Fan, gar nicht in Verlegenheit bringen. Erstmal, glaube ich, sind wir hier alle auf jeden Fall morgen pro DRB-Team. Aber trotzdem, also Dika Memmich musste mal sagen, ich bin, also wenn der spielt, unfassbar. Was wollte ich jetzt fragen? Wir knacken die Franzosen morgen, da sind wir uns alle hier einig, oder? Ja. Ja. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr so tippt. Ob wir das in 60 Minuten schaffen oder erst nach der Verlängerung. Das ist mal die große Fragerunde, wie viele Expertinnen und Experten wir hier heute eigentlich im Chat mit dabei haben. Aber auch wenn man das weitergeht, was meint ihr denn? Also wir kommen natürlich ins Halbfinale, ist ja ganz klar. Wer schafft es denn noch ins Halbfinale? Also wir haben Dänemark, ich habe es mir auch geschafft. Ungarn. Gegen Ungarn, Norwegen gegen Spanien natürlich und Schweden gegen Ägypten. Und wie? Ich sage Schweden, Dänemark. Schweden, Dänemark. Norwegen. Norwegen meinst du? Dann spielen wir wieder gegen Norwegen, weil wir müssen dann gegen den Gewinner von... Nee, gegen Schweden. Gegen Schweden. Na, ich bin super vorbereitet, ne? Also ja, hast du gute Recherche betrieben heute. Ich habe meinen Tag genutzt. Ja. Aber ich würde mit dem Tipp mitgehen. Ja. Bitte? Ich glaube auch. Ich bin auch bei euch. Was glaubst du denn von? Was meinst du denn? Komplett anders. Vom Bauchgefühl würde ich genau das Gleiche sagen. Ich kommentiere morgen Schweden gegen Ägypten und hätte Bock auf ein wirklich sehr spannendes Spiel und sehe es noch nicht. Aber ich habe jetzt von so vielen Seiten immer gehört, unterschätzt mir die Ägypter nicht, dass ich zumindest auf ein enges Spiel hoffe. Und generell ist ab Viertelfinale doch alles möglich. Hashtag Phrase. Ja. Oder? 3 Euro da reinschmeißen, ne? ins Schweinchen. Ja, natürlich ist alles möglich. Das ist ein K.O.-Spiel, aber ich glaube, die Schweden zu Hause werden das machen. Also sind auch sehr stabil und haben echt eine richtig geile Mannschaft auch zusammen, finde ich. Und ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen. Können sich das vor allem leisten, in dem einen Spiel Appelgren auf die Tribüne zu setzen, im anderen dann Palika, ist ja unfassbar. Also. Ja. Ja, also ich finde, sie sind halt auch in der Breite super besetzt. Haben echt eine richtig gute Mannschaft zusammen. Und ist auch eine Einheit. Und das ist ja auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Und von daher, ja, sehe ich die sehr, sehr weit vorne dabei auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon bei den ganz großen philosophischen Fragen hier heute angekommen sind, dann mal folgende Frage. Wie steht ihr zum Thema eine Hauptrunde bei einer WM ausspielen? Es ist ja das elende Thema Jahr für Jahr. Man sieht es in diesem Jahr wieder, alle 2 Tage ein Spiel und so weiter. Und was bringt denn die Hauptrunde eigentlich? Wäre es nicht cooler Vorrunde und dann ab ins Achtelfinale? Ja, aber ich finde K.O.-Spiele auch wesentlich cooler, als eine Hauptrunde noch dazwischen zu schalten. Da müsste man wahrscheinlich ein paar weniger Mannschaften dabei haben. Oder wie sieht es aus? Oder würde es Sinn machen, glaube ich. Das würde, glaube ich, die Attraktivität auch noch steigern. Also ich glaube, das würde Sinn machen, ja. Emily? Ah, ich bin da nicht so ganz eindeutiger Meinung, weil irgendwie immer noch ein verkacktes Spiel. Jetzt bist du raus. Mal aus. Oh, hallo? Nochmal, ja, jetzt bist du wieder da. Jetzt. Hallo. mit einem schlechteren Spiel irgendwie kann man das dann irgendwie nochmal raushauen, wenn noch eine Hauptrunde zwischengeschaltet ist, weil man dann irgendwie noch hoffen kann, dass irgendwer für einen spielt oder so, oder halt noch paar mehr Spiele offen sind.
Aber prinzipiell, klar, K.O.-Spiele ist immer irgendwie nochmal mehr ja, Gänsehaut-Feeling, wollte ich jetzt gerade sagen, aber so Spannungsfaktor natürlich, weil es dann klar ist, nur einer kommt weiter irgendwie und dann, das ist die letzte Chance irgendwie. Ja, deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Und wie ist es von der Intensität, in einem Turnier wirklich alle zwei Tage spielen zu müssen, weil die Hauptrunde erhöht ja auch einfach die Schlagzahl? Ja, wenn es alle zwei Spiele sind, finde ich es okay, weil teilweise ist es ja auch so, dass man einen Doppelspieltag hat, wie wir jetzt beispielsweise bei der EM. Wenn dann der freie Tag auch noch ein Reisetag ist, muss man sich teilweise schon hinterfragen, finde ich, wie die Organisation des Turniers so ist und ob das für die Spieler und Spielerinnen so, ja, das Bestmögliche gemacht wurde, will ich mal sagen, oder ob da dann auch hundertprozentige Fairness mitspielt. Aber grundsätzlich, abgesehen davon, sind es unfassbar viele Spiele auf unfassbar hohem Niveau in sehr, sehr kurzer Zeit. Also grundsätzlich ist man nach so einem Turnier immer völlig auf. Und gerade auch, wenn man vielleicht nicht den breitesten Kader hat, dementsprechend nicht unheimlich viel wechseln kann, eventuell die eine oder andere Mannschaft, das spürt man halt einfach Spiel für Spiel. Ja, dementsprechend ist es einfach sackenanstrengend, muss man so sagen. Wie lange braucht dein Kopf zum Beispiel nach einem, also für den Kopf natürlich auch, wie lange brauchst du nach so einem großen Turnier, um wieder im Liga-Alltag oder zumindest im Vereinsalltag anzukommen? Ja, das ist auch schon so ein bisschen mit der Leistung insgesamt als auch mit der persönlichen Performance, würde ich sagen, korreliert das schon ein bisschen. Also, dass man natürlich körperlich kaputt ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber natürlich auch der mentale Faktor spielt da einfach eine unheimlich starke Rolle, weil es auch vom Kopf her super anstrengend ist, sich einfach immer wieder auf neue Gegner zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Da natürlich auch, wie gesagt, auch mediale Impulse kommen da irgendwie von außen, Erwartungshaltung und so weiter. Und wenn man vielleicht seine eigenen Erwartungshaltung oder nicht erreicht oder eben die Gesamtleistung eher enttäuschend ist in Summe, dann ist es natürlich schwieriger, als wenn man doch eher ein positiveres Fazit zieht. Aber glücklicherweise hat man ja immer ein paar Tage, eine gute Woche vielleicht Zeit, sich da irgendwie zu recovern und da bisschen Zeit mit Familien, Freunde zu verbringen, ein bisschen abschalten vom Handball und dann ja, ist natürlich dann auch die Arbeit im Verein wieder ein neues Umfeld, neue alte Teamkollegen und dementsprechend auch immer wieder ein guter neuer Impuls, finde ich. Letzte Frage dazu. Du hast gerade gesagt, das war bei einem Spiel oder bei zwei Spielen an zwei verschiedenen Tagen innerhalb von nicht mal 24 Stunden, so dass ihr seid ja quasi aus der Halle ins Hotel wieder in die Halle. Wie habt ihr das geschafft? Ja, wie schafft man das? Ich glaube, ein guter Teamgeist-Charakter ist da sehr entscheidend, dass man sich da, wir haben ja auch das erste Spiel verloren und dann war das Spiel, wie du sagst, nicht mal 24 Stunden später sehr entscheidend, dass wir vielleicht noch eine Chance haben auf Platz um das Spiel Platz 5, 6. Dementsprechend ist es da schon, dass die Stimmung irgendwie möglichst hoch gehalten wird, dass man da schnell irgendwie einen Haken dran setzt und sich eben guckt, dass man schnellstmöglich regeneriert, die Physios im Optimalfall einen guten Job machen und dass man dann irgendwie sich zusammenrauft und dann auch, wie gesagt, mental vor allen Dingen die Einstellung findet, weil der Kopf natürlich auch viel Signale an den Körper ausstrahlt, wie viel Schmerzen man denn doch hat beim nächsten Aufwärmen. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, aber man muss sich da schon am Riemen reißen, das auf jeden Fall, ja. Pegave schreibt auch, zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden geht gar nicht. Ja, so, damit haken wir das Thema ab und weil, wer war's, ich glaube, Alina hier im Chat ordentlich Druck macht, was wir denn jetzt tippen beim Spiel morgen? Jakob, sag mal zwei Zahlen. Bitte. Ich tippe auf ein 29-28. Jari? Ich tippe auf ein 26-24. Schon sehr wenig Tore, aber vielleicht. Ja, ich würde auch ein paar mehr Tore. Also ich würde dann jetzt mal sagen 28-27. Knapp für Deutschland natürlich. Okay, also es wird spannend. Und du? Alina, Punkt. Ich glaube auch,
Ich sag richtig viele Tore, aber nach Verlängerung 35-34 für uns. Ist auch okay. Und Jari, die Frage musst du vorlesen, die ist cool. Ja. Hast du auch gerne den Gegner gebissen? immer, ständig. Ja, das ist schon interessant, wie sich einige verteidigen. Ne? Ja. Aber ich habe verfolgt, also der Spieler beim VfL Bad Schwartau oder Lübeck-Schwartau in der zweiten Liga. Und die haben bei Social Media sehr viel geteilt und sehr viel dazu getan, zu beweisen, dass quasi eine Abwehrtaktik von ihm ist, er quasi mit dem Kopf den Arm vom Gegner halt runterdrückt. Und das haben die in dem Video vom Spiel, wo er das schon mal... Jari, wir hören dich ganz schlecht. Ja, dann hör zu. also Videos gepostet von Spielszenen, wo er das schon mal gemacht hat. Quasi den Arm vom Gegner mit dem Kopf runtergedrückt. Und sagen halt, das ist seine Taktik. Und er hat nicht zugebissen. Und der Spieler von, gegen wen haben die gespielt? Von? Bahrain. Hat jetzt auch nicht gesagt, dass er ihn gebissen hat, sondern hat gesagt, er hätte mich beißen können oder sowas. Ne? Es war nicht eindeutig. Ich glaube, er hat nicht gebissen. Okay. Das sah schon kurios aus. Also sah schon komisch aus. Sah schon so. Unglücklich abgerutscht. Das Problem ist ja auch, da sind wir jetzt wieder beim medialen Thema, aber um es jetzt gar nicht groß zu machen, die Geschichte ist ja vor allem die, dass jetzt alle denken, er sei ein schlechter Mensch. Aber das hat ja jetzt niemand gesagt, aber es prasselt auch da auf allen Seiten jetzt plötzlich auch Seiten, die nie über Handball berichtet haben, schreiben plötzlich der Beißer aus Lübeck und so, was ja auch Blödsinn ist. Und ob er jetzt gebissen hat oder nicht, ich fand es auch komisch, dass der Spieler von Bahrain jetzt gesagt hat, oh, ich weiß es gar nicht so genau, ob er mich jetzt gebissen hat. Ich muss ja wissen, ob ich hier gebissen werde. Aber ja, es für mich im Stream sah es so aus, als hätte er gebissen. Wahrscheinlich werden wir es nie so ganz auflösen. So. Punkt. Nee, aber klar, dass das irgendwie für viele Zeitungen eine Headline irgendwie wert ist, das ist ja auch klar, ne, dass sie da direkt auf diesen Zug aufspringen, aber ja, das sollte man vielleicht jetzt auch einfach vergessen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie noch irgendwie groß diskutiert werden muss eigentlich. Ist ja nichts passiert. Ja. Der sechste Teil der Twilight-Geschichte. Bis zur nächsten blauen Karte. So, Jari, haben wir ein Spiel heute eigentlich? Hast du dir das vorher überlegt? Hast gehofft, dass du kannst? Nee. Ja, ich habe was vorbereitet. Ein kleines Spiel, Freunde. Seid ihr bereit? Oha. Ich muss weg. Und zwar erzählt eine kleine Geschichte. Hört ihr mich? Ja. Ich bin so abgehackt. Hast du Kopfhörer? Eine kleine Geschichte. Und dann gibt es immer drei Personen in dieser Geschichte, die euch quasi helfen können. Und ihr müsst euch aber, dürft euch nur für zwei entscheiden und einer muss weg. Einer wird rausgekickt. Ich fange einfach. Okay. Es ist relativ einfach. Ihr dürft es diskutieren. Ihr wohnt auf dem Dorf, ja. Und Emily ist wieder zurück in Deutschland und so. Und ihr wohnt auf dem Dorf und ihr wollt mal richtig schön zu so einem Dorfspiel gehen und euch ein Dorfspiel angucken, ja. Aber ihr habt einen Hund zu Hause und der braucht einen Hundesitter. Und ihr habt aber nur drei Telefonnummern im Handy. Und zwar die von Philipp Weber, Christoph Steinert und Joel Bierlehm. Und zwei dürfen auf euren Hund aufpassen und einer muss weg, weil ihr dem nicht vertraut. Oh, wen? Ich glaube, Flippi hat einen Hund, oder? Ich überlege auch gerade, ja. Da würde ich sagen, er hat denn schon mal ein Gefühl für Hunde. Sagen wir so, Steinert hat so viele coole Sachen im Kopf, dem würde ich den nicht vertrauen. Wobei, er ist ja mit Hubi verheiratet und die ist sehr vertrauenswürdig. Also, okay, den würdest du rausschmeißen? Du musst einen rausschmeißen, der nicht ist. Ja, dann Bierlehm. Offensichtlich. Der hat auch einen Hund. Der hat doch sogar Ach echt? Ah, EM, na gut. Auf seinen Hund aufpassen musste, oder nicht?
Der Mann sorgt sich nämlich. Darf Steinert denn seine Frau mitbringen? Sorry? Darf Steinert denn seine Frau mitbringen? Oder würde Steinert alleine auf ihn aufpassen? Ach, der kann machen, was er will. Aber redet schon. Was wolltest du, Jakob? Ja, du hast irgendwelche so Insight. Ja, echt. Ne? Also na gut, ich sag dann Steinert. Okay, der muss weg. Ist auch okay. Aber auf jeden Fall geht er dann zum Spiel. Ne? Und auf einmal, na gut, die Schiedsrichter kommen natürlich nicht, wie das bei so einem Dorfspiel üblich ist. Und sitzen da aber drei Personen, und zwar Kretsche, Pommes und Heine. Und zwei dürfen das Spiel bei, einer muss weg. Ich würde Heine und Kretsche das Spiel pfeifen lassen. Das wäre ganz witzig. Dito, Pommes kommentiert. Ja. Aber Heine würdest du ein Spiel pfeifen lassen? Ja, ich glaube, das wäre sehr, sehr witzig, ja. Heine und Kretsche zusammen, ich glaube, das wäre Comedy, ja. Also ich würde dich gerne zugucken, glaube ich. Ja. Okay. Du hast ja auch mit Heine in der Nazi dann gespielt, oder? Ja. Hat er da mal gepfiffen, oder? Ich glaube, das ist nicht seine Stärke, auch wenn er natürlich immer gerne mit den Schiedsrichtern diskutiert, aber ich glaube, es wäre ein Riesenspaß. Also, meine Entscheidung steht. Also, safe. Ja, gut. Danach geht ihr noch weiter und dürft auch wieder nur zwei Leute mitnehmen. Ihr geht noch weiter und macht irgendwas, ihr geht essen oder was auch immer ihr macht. Und dürft zwei Leute mitnehmen für eure Abendgestaltung. Johannes Goller, Lukas Mertens und Paul Drucks, und einer muss weg von denen. Wen würdet ihr nicht dabei haben wollen? Oder mit wem würdet ihr... Golli muss ins Gym wahrscheinlich. Ins Gym oder zu den Kids? Ja. Bei Kindern, ne? Ja, und aber Paul Drucks, ich weiß nicht, der ist... Ich kann ihn krank nicht... Ist krank aktuell. Ja. Na gut, ich habe mir jetzt nicht so ein tolles Spiel ausgedacht, oder? Naja. Ja. Ja, ich kenne leider nicht alle persönlich, von daher ist das ein bisschen schwierig, das dann irgendwie wirklich einzuschätzen. Ne? Das ist so. Guck mal, hier passiert tatsächlich öfter. Du meinst nicht meine Spiele, oder? Naja. Was denn? Naja. Nee, ich glaube, dass das Lustige, dass Schiedsrichter auf dem Dorf nicht kommen. Darauf war es bezogen. Tja, vielleicht kann ja aus deinem Spiel noch irgendwie was werden. Ne? Ja, guck mal, Pegave fragt, ob es das als Brettspiel gibt. Man kann ja was entwickeln. Man kann ja was. Absolut. Ich bin gespannt. Wie heißt denn das Spiel? Ja, einer muss weg. Sehr kreativ. Naja. Ich weiß nicht, ich glaube, morgen rufen Hasbro oder Ravensberger bei dir nochmal an. Oder Ravensburger, wie das heißt, und fragen, ob du Spieleentwickler wirst. Nein, jetzt noch gemacht. Als Brettspiel ist gar nicht so einfach. Ne? Als Brettspiel ist gar nicht so einfach. Ich würde ja tatsächlich irgendwann mal ganz gerne ein Brettspiel entwerfen. Einfach, um es mal gemacht zu haben. Einfach so. Ja, mach. Oder? Gut. Vielleicht gut. Wir haben mich aus der Situation, mein Gott. Warte, ich helfe dir und ich lenke ab und stelle die wichtige Frage, die wir in jedem Stream diese Woche, also die wir wirklich immer gestellt haben, weil sie wirklich für den Februar nach der WM das nächste große Highlight ist. Wie schneidet Mimi Kraus bei Let's Dance ab? Richtig gut. Wann geht das los eigentlich? Das ist nicht die Frage. Mitte Februar. Und das wird er können. Ja, doch. Aber ich glaube, er wird das richtig gut machen. Ich weiß nicht, ob er gewinnen wird, die Pommes, aber ich weiß nicht, wer sonst noch dabei ist, aber... Die Latte ist halt auch hoch gelegt jetzt. Also wir haben es letzte Woche hier schon diskutiert, da wurde im Chat dann gesagt, dass Knossi dabei sein soll, der Twitch-Streamer, und Moment, jetzt mit Philipp Boy, dieser Kunst, der Kunstturm und so. Und da waren auch einige im Chat schon relativ begeistert.
Und Pommes hat hier gesagt, dass das einzige Problem bei Mimi ist, dass er zu viele Muskeln hätte. Ach so, ja. So. Ja, gut, das kann natürlich sein. Ja. Krasses Problem. Ja, aber ist halt gut am Pumpen. Ne? Die Hebefiguren wären gut dann. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall cool. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Und wir diskutieren in der Zwischenzeit kurz mal aus, wer Weltmeister wird. Darf ich ganz kurz noch eine Frage zwischendurch stellen? Hat Pommes auch das Backen gewonnen? Ja. Ja, der hat auch Dart irgendwie gewonnen. Ich glaube, der hat bisher ziemlich abgeräumt. Wow. Hey, crazy. Warum kann der? Ja, gut. Naja. Ja. Die Frage ist, was kommt dieses Jahr? Also was gibt es für Sendungen, wo man noch was gewinnen kann? Dschungelcamp läuft schon, ist er nicht dabei. Stimmt. Hat er aber früher immer gerne geguckt, das weiß er noch. Ach stimmt, das läuft ja so parallel. Habt ihr das in Schweden damals geguckt, 2011? Ja. Ja, er war ein großer Fan auf jeden Fall. War ja auch ganz witzig. Aber ja, ich weiß nicht, Mock-BM oder sowas gibt es doch. Keine Ahnung, gibt es das noch? Ich, keine Ahnung, was es da alles für Formate noch geben kann, wo er noch irgendwie was gewinnen kann. Seven Worlds Wide gab es doch jetzt. Das war auch ein großes Ding. Bitte was gab es? Seven Worlds Wild. Ah ja. Ja. Aber konnte man da was das? Gewinnen? Da werden Prominente auf einer einsamen Insel ausgesetzt und müssen überleben eine Woche. Okay. Interessant, ja. Da hat doch dieser Knossi auch mitgemacht, oder? Ja, der Knossi auch. Und auch so ein paar YouTuber. Seven Worlds Wild klingt eher nach der Beschreibung des Spiels morgen Abend. Oder? Also... Jakob, wo siehst du dich denn? Wenn jetzt hier der Chef von, was gibt es, RTL, Sat1, ProSieben, Vox, was auch immer, anrufen würde und sagt, Herr Heine, Sie haben die Auswahl zwischen allen. Was liegt Ihnen? Wo siehst du dich? Boah. Wahrscheinlich eher so eine Kochshow. Also Rhythmus habe ich leider gar nicht. Von daher bin ich beim Tanzen, glaube ich, raus. Also eher Kochen. Das sieht mir eher eine Kochshow. Okay, also muss der Melzer dich anrufen. Ja, was gibt's denn da? Keine Ahnung. Ich bin da nicht so drin in dem Thema. Aber es wird ja sicherlich einige Shows geben, oder? Ja. Melzer, wen gibt's da noch? Ach, Emily, wir haben doch letztes Jahr hier über, was haben wir nochmal diskutiert? The Masked Singer oder so. Ja. Das wäre witzig. Ich glaube, da wäre ich relativ schnell raus. Ja, also witzig wäre das mit Sicherheit. Schön anzuhören. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, das wäre unterhaltsam bestimmt. Ja, und bei euch so? Was würdet ihr denn machen? Erzählt doch mal, Jari. Aha, wo würdest du mitmachen? Bin ich? Temptation Island. Was habe ich jetzt auswählen? Ich habe nur irgendwas von der Temptation Island hier gelesen in den Kommentaren. Ja, da bin auch nicht so, in dem Game bin ich nicht so drin, ehrlich gesagt. Was würde ich denn machen? Weiß ich nicht, was gibt's so? Ich bin auch echt schlecht in die ganzen, so Bachelor oder sowas. Dann, und da würdest du mitmachen. Als Bachelor da mich einfach mal so ein bisschen da hinsetzen und mal gucken, was passiert. Ich glaube, da musst du auch ein bisschen aktiv werden, oder? Nee, ich würde nur gucken. Ich würde nur gucken. Bachelorette dann. Als inaktiver. Ja, stimmt. Ja. Ah, Leute, ich habe keine Ahnung. Oder seht ihr mich bei Too Hot to Handle vielleicht? Nee? Okay. Um was geht's da? Die Diskussion ist leicht abgedriftet. Wo waren wir denn stehen? Wer wird eigentlich Weltmeister? Tom, wo siehst du dich denn? Wo siehst du? Ich sehe mich nirgendwo. Für kein Geld der Welt. Okay, Shopping Queen wäre geil. Oh, genau sowas. Nee, oder das perfekte Dinner. Das wäre auch geil. Gut. Ja. Oh, so Frau. Nee, wieso? Irgendwas mit Essen ist gut, ja.
Wer wird Weltmeister? Ja. Danke, Jakob. Deutschland. Ja, das hoffen wir natürlich. Ich tippe auf Schweden. Also falls es Deutschland durch unerfindliche Gründe nicht schaffen sollte, ins Finale zu kommen, dann kann, glaube ich, eine Begegnung sein, Schweden gegen Dänemark, wenn ich nicht falsch liege. Und das wäre, glaube ich, schon richtig geil anzuschauen. Und dann, glaube ich, auch einfach Schweden daheim. Ich fand's auch krass, als im allerersten Spiel von Schweden, im allerersten Gruppenspiel oder Vorrundenspiel, als sie die Hymne gesungen haben und das ganze Arena war voll mit Lichtern, mit so kleinen Blinklichtern, es war einfach heftig. Und da habe ich halt gedacht, okay, die können halt hier richtig was bewegen bei dieser WM, weil die haben richtig heftigen Support. Und ich glaube auch, dass Schweden das, oder wenn wir es nicht wären, dann hoffe ich, dass es Schweden macht. Weil das wäre mir eine geile Story. Das sind ganz neue Töne aus dem Hause Brückmann, der bis vorgestern noch welchen Weltmeistertipp hatte? Holland, natürlich. Aber Holland. Wir hatten vorhin vor einer Woche oder so mit Teuer hatten wir das Gespräch und ich habe gesagt, dass Danny Bynes mein MVP ist, mein ganz persönlicher. Und er meinte, wenn die Holländer Weltmeister werden, dann läuft er nackt mit dem DHB-Pokal um die Arena in Hamburg. Mit Danny Bynes. Ist leider... Schade. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Aber ich könnte wetten, der ist schon mal nackt um die Hamburger Arena gelaufen im DHB. Ja, ich glaube, da braucht er keine Wette für, oder? Aus. Ja. Zuschauer, die so in den letzten 10 Minuten zugeschaltet haben, denken sich auch, was da eigentlich heute verkehrt hier. Ja, wer wird eigentlich MVP? Meiner ist raus. Oh Gott. Oh. Ist schwer für mich zu beantworten, weil du noch kein Spiel geguckt hast, oder? Ja, genau. nicht jetzt alle Spiele gesehen habe, aber sind ja wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen. Also Gitzel ist wahrscheinlich weit vorne, Gottfried Zorn. Ja, Deutschland morgen gewinnt, Knorr sicherlich auch im Kandidatenkreis. Klassiker. Ja, hast du jemand anderen? Jetzt außer Dani? Also ich würde es mir auch mega wünschen, dass wenn Deutschland das irgendwie packt, dass Juri Knorr das irgendwie wird, weil ich glaube auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Anlage und wie er spielt und in dem Alter, das ist schon irgendwie sehr beeindruckend. Ich glaube, wenn Deutschland das bis ins Halbfinale schafft und ins Finale, dann kann das irgendwie möglich sein. Aber sonst auch. Ich glaube, Jim Gottfriedsson ist wieder ziemlich gut drauf. Es wird immer die Frage, wer ins Finale kommt und wer. Klar, ich glaube, ins Finale muss man schon kommen, um MVP zu werden. Ja. Also, ich glaube, sonst wird es schwierig. Was eigentlich schade ist, ne? Ich habe mir nämlich vorhin die Torschützenliste aufgemacht und sehe, dass Erwin Feuchtmann von Chile mit 45 Treffern auf Rang 1 steht, zusammen mit Bjarke Elisson von Island. Und die Bedeutung von Erwin Feuchtmann für Chile, jetzt nicht nur durch diese Statistik, ist ja einfach so groß, aber weil Chile einfach nicht wirklich auf Flughöhe kommt bei diesem Turnier, logischerweise, und irgendwann Schluss ist, kommt er für die MVP-Auswahl dann nicht in Frage. Ja, okay, aber es ist doch auch irgendwie, ich meine, geht ja auch darum, dass man am Ende als Team da irgendwie gewinnt und dass man da als irgendwie ein Spieler irgendwie maßgeblichen Einfluss drauf hat, dass seine Mannschaft da möglichst weit kommt. Natürlich ist es als
Chilenischer Spieler ein bisschen schwieriger, aber ich meine, das ist doch ganz, ganz normal, oder? Also ich meine, es geht ja am Ende des Tages geht es ja darum, Weltmeister zu werden und oder ins Finale zu kommen. Also und dann hat ja der Spieler, der verdient auch, der irgendwie da den größten Impact hatte, finde ich. Also weil es ja dann doch am Ende um den Teamerfolg geht und dann halt nochmal einer, der da heraussticht, gewinnt. Natürlich ist es ein bisschen fies, weil es oft da dieselben Nationen immer so weit nach vorne kommen, aber ja, so, so ist es, ne? Also. Ist es. Emily, wer wird dein MVP? Also ich glaube auch, dass mindestens Halbfinale schon ausschlaggebend ist bei der Nominierung. Dementsprechend, glaube ich, macht es Jim Gottfriedsson. So. Hier vom, siehst du, was hier steht? Bedeutung von Yati, ich glaube, er meint Yari, für die Pelicans ist ja auch enorm. Ne? Das weiß ich nicht. Ich habe noch kein Spiel von euch gesehen. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Sage an dieser Stelle aber vielen Dank. Bezirksliga bestehen, mein Freund. Du musst erstmal in der Bezirksliga bestehen und dann kannst du weiterreden. Es ist ein Teamerfolg am Ende, ne? Absolut. Ja, darum geht's wohl. Ja. Mannschaftssport. Ich bedanke mich für die illustre Runde am Dienstagabend. Ja, mein Lieber. In der ich die TV-Landschaft Deutschlands ein bisschen besser kennenlernen durfte. Aber wir haben auch ein bisschen über Handball gesprochen. Nein, kleiner Spaß. Ich fand's großartig. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuschauen. Liebe Emily, lieber Jakob, lieber Yari, euch vielen Dank. Eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und alles Gute. Vielen Dank. Danke, gleichfalls. Ebenso. Macht's gut. Ciao. Ciao.